Ja, komm mal hier. Ja. Nicht so doll, gell? Oh, nicht ärgern. Oh, bin ich geärgert. Ich habe noch meine Alu da drin. Ja. Die sind in meinem Geschenk. Willst du die mitnehmen? Okay, aber was ist so früher? So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt ist der Roy auch schon fertig. Guten Morgen, heute ist Montag. Wir sind ein bisschen spät dran, wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Die Leonie in den Kindergarten bringen und dann fahren wir einkaufen und dann lädt der Papa mich zum Essen ein. Was? Nicht? Nee. Okay, ich hab geträumt. Ja, Leonie muss mir noch die Haare machen, seine Milch einpacken. Guck mal, hier haben wir so eine Mütze, Leonie. Von der lieben Zuschauerin. Ich glaube, die ziehe ich ihr heute an. Die ist, glaube ich, praktischer für den Kindergarten. Da kann nichts rausgucken. So, kommst du, Mama? Ich bin da. Hast du das Töpfchen oben gelassen? Eigentlich brauchen wir das gar nicht hier, gell? Wir haben ja immer das Töpfchen hier stehen zur Not, falls sie es nicht schafft. Aber sie geht ja auf normale Toilette schon. Oh, hier ist schön warm. Der Winter kommt. Unwimmer. Dann passiert auch nichts. Guck. Der Kot muss nach oben zeigen. War, glaube ich, schon immer so, oder? Ich glaube, bei Lidl steht es sogar dran. Oder Aldi, heißt es. Ach, guck mal. Was haben die Adventskränze schon so schnell? Bitte? Das ist nicht Adventskranz, das ist der Dings. Ich dachte, Adventskränze stehen da schon. Ach was. Und was ist viel teurer? Heidelberg. Ja, warte mal, von wo kommen die überhaupt? Die kommen aus, das steht da, siehe Ursprungsland. Das steht immer unten drunter. Das sieht nach Deutschland aus. Chiemsee, liebe Mama. Mhm. Chiemsee ist schön. Können wir die Mütze ausziehen? Hm? Magst du nicht, gell? Äpfel haben wir noch. Kartoffeln können wir mitnehmen wieder. Ist eigentlich wurscht. Kannst auch hier nehmen. Was nehmen wir noch? Zwiebel mit. Die Zwiebelmettwurst bitte. So, so sieht das aus, wenn ich dann die Kamera gedreht habe und das Brett runtergefallen ist, worauf die Kamera vorher stand. So, oh, das habt ihr jetzt nicht gesehen. Das ist von gestern. Wer, Leute, nee, ich weiß nicht, Martha schneidet sowieso raus, aber vielleicht lässt es auch drin. Wer hasst das auch? Ich muss das doch einweichen, Leute, das ist Teig. Egal. So. Das wird sowieso rausgeschnitten. Ja, so sieht das also aus, wenn ich hier fertig bin mit meinem abgedrehten Foodhaul. Ich werde jetzt alles wegräumen, auch hier diese Taschen hier. In der Zwischenzeit hoffe ich, dass Elias schläft. Hier ist übrigens das Brot. Aus welchem, nee, warte mal, wie wird der Satz jetzt zusammengebaut? Ich habe ja so ein schönes Biomehl geschenkt bekommen vorgestern und das haben wir gleich genutzt. Und es ist ein richtig toll. Wir haben noch, genau. Das ist für, wo steht das? Stand mal da oben, jetzt sind wir da. Und zwar ist das tolles Brot geworden. Wer findet sich hier zurecht?
unten rechts. Ah, wo kommt das? Das sagt das doch gleich. Ah, hier, hier steht's. Da. So, hier mal richtig Action. Das ist dieses Mehl, da seht ihr auch, 500 Gramm sind über den Jordan gegangen, aber das ist richtig tolles Weizenmehl. Super, top. Ihr seht, ich habe genug zu tun hier. Wenn ihr es hört, Einschlaflieder. Da kriegt schon ganz kleine Augen. Also, ich will nicht weiter stören. Ich räume jetzt alles weg und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis die Martha sich wieder meldet. Tschüss. So, ich habe jetzt den Futter geschnitten. Die Maschine piepst auch und die ist fertig. Ich räume jetzt die Küche auf. Wollte eigentlich dabei machen, ne? Hat der Futter gesagt. Aber das ist jetzt oben und macht was am Computer. Rechnungen bezahlen, nicht schreiben. Papierkram. Und später, wenn wir die Leonie abgeholt haben, fahren wir zusammen zum Deichmann, denn ihre Schuhe sind zu eng. Und ihre Hausschuhe im Kindergarten, die hat ja nur so Ballerinas von Sommer und Hell. Ich habe bei Action welche gesehen für 5,99 €, da gab es ihre Größe nicht. Beim Kick gab es auch ihre Größe nicht. Jetzt gucken wir mal, ob wir bei Deichmann was finden. Das ist übrigens im Kaufland gerade im Angebot mit der App. 1,19 Euro oder 29 €. Auf jeden Fall riecht das in Rosa total gut. Das habe ich jetzt mitgenommen. Ja, können gleich nach hinten. Meine Wäsche werde ich, glaube ich, auch noch schnell anmachen. Hier muss ich auch noch verräumen, die ganzen Getränke, die Milch. Das ist nämlich schon fast leer. Das riecht auch richtig gut, das Grüne hier von Lenore. Das werde ich auf jeden Fall auch noch mal holen. Riecht so richtig erfrischend. Die Milch kommt runter. Ich habe ja hier diese Boxen gekauft. Und die Kartoffeln rein. Und da sind noch ein paar drin. Die Seite. Ich muss so einen Auflauf machen, aber nicht heute. Ich habe nämlich noch Fleisch mitgenommen. Die Getränke für die Schule. Ja. So, alles wieder aufgefüllt. Das ist alles für die Schule hier. Das habe ich jetzt auch mal dazu geschickt, weil die Leonie trinkt sowas gar nicht. Dann einen Schluck und dann schmeckt es ihr nicht. Die ist an Wasser gewöhnt, Gott sei Dank. Ja, so, jetzt geht's hier weiter. So, Küche ist auch wieder sauber. Da fühlt man sich gleich viel wohler. Da auf dem Brett ist noch ein Stück Brot. Ich habe gestern unser leckeres Brot gebacken und hier haben wir ganz viele frische Sachen für heute Abend, für die Schule und so weiter. Ja, wir frühstücken jetzt ganz romantisch. Ich nehme so eine Pizza hier, ich glaube, es ist Döner hier drauf und einen Apfel und Roy hat sich sein Zeug mit hochgenommen. Ja, und ich stelle jetzt den Foodhaul online. Schaut mal, was wir mitgenommen haben im Kaufland. Da gibt's Halloween-Eier. Ich dachte mir für die Brotdosen. Das ist cool. Es ist jetzt 13 Uhr, wir müssen gleich die Kleine holen. Ich war oben am Computer, habe Sachen erledigt. Ich nehme dir morgen auf. Ja, der Kleine. Der schläft nie so lange. Er schläft. Wir könnten jetzt. Aber nicht so lange. Wir könnten jetzt ein Flugzeug starten lassen. Ja. Der würde weiter pennen. Das ist nie so. Mhm. Das, die Kinder sind echt gemein, gell? Wie lange schläft der jetzt? Eine Stunde, anderthalb? Ja, das ist ja spät eingeschlafen. Ja. Ja. Zwei Stunden. Zwei Stunden, so. Und er wird nicht wach, wir müssen ja. Ich bin aufwecken. Also, deinen schlimmen Tag möchte ich haben. Ja, kannst du gucken. Ja, setz dich hin und wir suchen Schuhe für dich. Elias kann sich neben dich setzen. So. Super. Größe, ich
Mess mal schnell den Fuß, wo ist denn das Teil zum Messen hier? Lass mal Fuß messen, ich glaube 27 hat sie jetzt. Wir müssen kurz den Fuß messen, Leonie, komm mal her. Lass mal. Was? Ausziehen. Was ist das? Den Fuß messen, du musst aber aufstehen. Warte. Aus. Und hier rein deinen Fuß, stell dich hin. Hinstellen. So, warte. So. Ja, 27. Ja, was habe ich gesagt? Okay, kannst dich wieder hinsetzen. Die findest du schön? Ja. Aber die sind total mit dem Preis steif. Ja. War mir klar. Aber guck doch mal hier, hier sind alles reduzierte. Das ist gut? Ach so, sie guckt selber Schuhe ja, an. Ja, sie ist selber Schuhe. Ja, aber nicht Paw Patrol, Mama. Also da ist Barbie da oben. Ja, mein Schatz. Guck mal von Barbie. Süß. Ist das Barbie? Da. Jo, 20%. Sowas brauchen wir nicht, Mama. Wie wär's mit so hohen Filmen? Paw Patrol. Hier. Die sind so süß, ja, mit Glitz. Hallo, so hohe. Die sind auch schön. Das ist die Größe 28. Aber die letzten. Kommt sie da rein? Ja, da kommt sie doch rein, guck mal. Doch schön. Ja, mein Schatz. Das ist wenigstens ein schöner, stabiler Schuh für Herbst und Winter. Ja. Was hast du so gefunden? Winterschuhe. Ja. Da ist meine Schuhe da. Ja, super. Ich guck, ja. Du guck, ich guck. Ja. Aber das da. Die ist auch schön. Das sieht ja gar nichts. So. Ja. Ja. Mama kann nur weiterlaufen. Ja. So, komm, wir gucken mal. Guck mal, Fußbälle! Fußbälle, ja, toll. Haben wir die mitnehmen? Nein, nein, nein. Wir haben schon ganz viele Bälle zu Hause. Okay. Hast du da drüben schon geguckt? Ja, habe ich schon alles durchgeguckt. Gar nicht. Ich finde immer die. Passen gut? Ja. Okay, dann komm. Los, dann probieren wir noch die hier ein. Die Hausschuhe noch. Guck mal, welche bequemer sind. Ja? Das da. Ja, die nehmen wir auch mit. Setz dich mal neben Papa nochmal. Mama, die noch. Mama, das ist aber viel. Ja, die nehmen wir auch mit. Nein, die. Nein, das da. Die sind ein bisschen. Ja, Hilfe. Oh. Hey, los. Warum hast du das jetzt ausgestochen? Vielleicht hat sie es nicht erkannt. Das ein. Was war das? Ein Bär. Ja. War das jetzt gechillt, die Schuhe einzukaufen? Nein. Deswegen wollte ich zu Hause bleiben. Oh, Edelschmidt fährt das spazieren. Das war absolut nicht gechillt, weil Leonie nicht gehört hat, gell? Ja. Und jetzt ist auch noch ein Paket für sie angekommen. Aha. Zum Geburtstag von einer lieben Zuschauerin. Das ist für dich. Lukas hat es ihr schon gesagt. Das hätte ich jetzt weggetan. Und hätte es ihr morgen gegeben. Ja, weil sie nicht hören wollte vorhin beim Schuhe kaufen. Dann kriegst du noch eine Belohnung. Das ist nicht gut. Das sind die Schuhe. Hausschuhe. Also, wir haben uns jetzt für die hier entschieden. Die schön aus? Sie hat sie ausgesucht. Sie hat zwei anprobiert. Sie hat gesagt, die sind besser. Ja, gut. Ja. Genau. Was? Ja, pass auf, lass es mal Papa machen. Oh mein Gott. Jetzt zeige ich euch mal die anderen Schuhe. Sind die hier? Ja. Und wir haben uns für die da entschieden. Ja. In schwarz waren die leider ausverkauft, sonst hätte ich den schwarz-gold genommen. Fand ich auch für süß. Konfetti-Knete, das ist keine schöne normale Farben. Knete. Das ist Konfetti-Knete, die ist viel toller als normale. Was ist das denn? Oh.
Oh, Seifenblasen. Mit so Blitze drin, oder was? Oh, guck mal, alles, was du magst. Das ist das. Zuschauerin weiß, was du magst, ha? Süß. Zum Baden? Cool. Ja, ganz viele Sachen, guck mal, zum Baden. Oh, Elsa. Wow. Sag mal, danke, liebe Gulfira. Ja, bitte. Die Gulfira hat schon zu viele Sachen geschickt. Das ist Malseife, steht da. Zahnpasta. Wollte doch nur gucken. Ich habe gerade gesehen, für die Mama ist auch was dabei. Was zum Naschen und Entspannen beim Videoschneiden. Süß. Schoko-Ei. Dankeschön. Und süß. Lebkuchen. Schoko-Ei, Schoko-Ei. Wir machen das Schoko-Ei auch. Und ist auch für die Mama, oder? Eine Maske. Ja, heute ist der nächste. Süß, eine weihnachtliche. Ist ja hübsch. Dankeschön. Erdbeere. Erdbeerduft. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, Kirschduft. Wie funktioniert das denn bitte? Malseife. Malseife? Ist auch was mache ich? Das riecht voll gut. Oh, was ist da drin? Mit süßen Himbeerduft. Oder Stripes. Leuchtende Farbe für ein buntes Waschvergnügen. Cool. Das probieren wir gleich mal aus. Süß. Na, guck mal, Leonie, die Haarspänchen. Können wir morgen anziehen, gell? Im Kindergarten. Ja? Schön. Mehr kann ich nicht machen da drin. Oh, da freut sie sich. Die Schuhe werde ich gleich mal hier beschriften und bereitstellen für den Kindergarten morgen. So süß. Es war ja klar, dass sie die vom Poppelschuh nimmt und nicht die Glitzerschuhe. Was haben wir jetzt bezahlt für beide Schuhe? 46,98. Oh, der Papa hat gerade entschieden, dass wir Burger essen. Ja, nicht Burger, hätte ich es mitgenommen. Und ich, ja. Und die Brötchen haben jetzt genug, oder nicht? Ich mal gucken, ob die überhaupt noch gut sind. Ja. Nee, genug Abstand. So, was steht denn hier, liebe Freunde der Sonne? Was steht denn? Also, ich weiß ja nicht, wenn man 28.08.2023. Das Problem ist halt, was soll denn jetzt schlecht sein? Ja, ist gut. Ja, das ist halt schon 2 Monate, ne? Achso, es sind schon abgelaufen. Ja. Genauso wie die wahrscheinlich hier. 28.08.2023. Echt? Ja. So schnell auf die ab. Aber ja, ich sehe nichts. Ja, das ist doch. Das ist doch Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Hier sind noch so Dinger. Die können wir zur Not auch nehmen. Das ist 7.11. Ja, das ist aber das sind nur 4 Stück. Das sind zu nur Backen, hatte ich die so gedacht. Boah, wow, die sind ja richtig toll. Dann darf ich die aufmachen. Mhm. Zeig mal die Förmchen. Waren noch so Förmchen dabei. Ja, noch drei Stück. Stern und Schmetterling. Welche soll ich aufmachen? Das sind alle. Ich schneide alle. Dann gehen wir aber an den Tisch. Komm, trag mal rüber alles. Ja. Hoppala. Mhm. Wow, jetzt kannst du bunte Plätzchen machen. Roller. Guck mal, sowas kann man auch machen. Wow. Danke. Zwei fleißigen Männer hier. Leonie knetet. Jetzt spielt und wartet aufs Essen. Auf dem Boden, die Selina müsste jetzt auch gleich kommen. 20-30 Minuten. Mittagsschule heute. Mmh. Oh, ich liebe diesen Geruch von Zwiebeln. Die gebratenen Zwiebeln. Das ist wie auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ich möchte auch ein bisschen. Mhm. Was hast du geknetet, Schönes? Fleisch. 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 Ah, der Käse. Ich glaube, Elias will auch einen Burger. So, okay. Was bist du? Wir reifen Wesen. Was bist du, eine? Reifen Wesen. Wer reitet denn auf dem Besen? Mit nach dem Kindergarten. Im Kindergarten machen die das. Ach so, bist eine Hexe. Ja. Hexe. Ich nehme es mal schnell hoch.
Und er geht gerade ins Training. Gerade nach dem Kleinen. Die Jungs machen hier irgendwas im Zimmer. Und die Wäsche. Oh mein Gott. Ist morgen Wäsche waschen unbedingt. Katastrophe. Oh Gott. Was ich euch hier zeige, ne? Alles. Ich weiß nicht, ob ich die Kinder heute bade oder morgen. Mal gucken. Auf jeden Fall freut sich Leonie immer über so Badesachen. Das ist hier voll süß. Gar nicht gesehen, sowas. Und das ist meins. Das kommt in meine Schublade. Socken am Computer. So, ich würde mal sagen, Licht geht nicht. Jetzt. Ich würde mal sagen, solange die Selina noch da ist, ziehe ich das Video wenigstens auf den Laptop. Deswegen würde ich mich von euch verabschieden, ihr Lieben. Und morgen nehme ich euch dann wieder mit am Dienstag. Genau, ich danke euch fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss.